Am Dienstag, dem 30. Juli um 3.44 Uhr wurden die Feuerwache Ahorn-Kaltenbach sowie die Feuerwehren Pfandl und Bad Ischl zu einem Wohnhausbrand in die Rabenneststraße alarmiert. Bereits bei der Anfahrt konnte ein gewaltiger Feuerschein gesichtet werden. Somit wurden um 3.51 Uhr die restlichen Einheiten aus dem Pflichtbereich Bad Ischl nachalarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein großes Nebengebäude in Vollbrand vorgefunden. Das dicht am Brandherd angrenzende Wohnhaus hatte im Bereich der Dachschallung ebenfalls schon leicht Feuer gefangen. Sofort wurde mit der Brandbekämpfung und dem Kühlen des Wohnhauses begonnen. Zum Glück konnte die brennende Außenschallung umgehend abgelöscht werden. Somit war das Haus vor den Flammen gerettet. Insgesamt standen mit den Feuerwehren Bad Ischl, Pfandl, Jainzen mit der Weißenbach und Laufen auch die 5 Feuerwachen Ahorn, Reiterndorf, Rettenbach, Sulzbach und Berneck mit 176 Mann und 27 Fahrzeugen im Einsatz.